Sebastian? Vergiss sie. Wir beide gehören zusammen. Dani, du bist betrunken. Ja, du das nicht. Du liebst mich und ich. Merkst du nicht, wenn du störst? Ich habe Besuch und wir wären jetzt gern allein. Was war das denn? Das war meine Ex-Frau. Wo waren wir stehen geblieben? Ich war mir sicher, du würdest mich in irgendeinen Fünf-Sterne-Schuppen entführen. Und? Wäre das so schlimm gewesen? Nein. Aber das hier ist viel romantischer. Der Ort, an dem wir uns das erste Mal geküsst haben. Fast. Du überraschst mich immer wieder. Ich will mit dir zusammen sein. Sind wir das nicht? Für immer. Ist das jetzt wieder so eine Art Antrag oder was? Nein. Was ist los? Du bist schon den ganzen Abend so bedrückt. Tanja erpresst mich. Diesmal hat sie Beweise. Wofür? Schwarzgeld, die Konten, alles. Was will sie? Dass ich sie heirate. Morgen. Ah, hier bist du. Ich hab dich schon überall gesucht. Ich war in der Küche. Ich habe Tanja getroffen. Und? Was passiert? Sie war total betrunken. Sebastian hatte eine ziemliche Abfuhrtheit. Endlich. Wird auch Zeit. Sie war total fertig. Rebecca, sie liebt ihn. Klar. Genau dann, wenn mein Bruder eine neue Frau kennengelernt hat. Für Tanja ist es natürlich okay, ja, wenn sie vom einen Bett ins andere hüpft. Aber wenn Sebastian mal... Hey, Tanja leidet wirklich. Die Arme. Soll ich jetzt Mitleid mit ihr haben oder was? Kannst du dich nicht ein bisschen in sie hineinversetzen? Sie hat sich total verrannt und jetzt ist sie unglücklich. Ich glaube, sie kapiert erst jetzt, dass sie Sebastian wirklich verliert. Und darum macht sie ihm eine Liebeserklärung, volltrunken. Komisch, dass er da nicht sofort drauf anspringt. Sorry, aber ich mache das einfach schon viel zu lange mit. Diese Frau, die macht meinen Bruder kaputt. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, er offensichtlich ja auch nicht. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Wie ist die Neue so? Jung, nett, blond, sympathisch. Du magst sie nicht. Doch, ich habe einfach das Gefühl, dass er sich tröstet. Ich glaube, dass er noch nicht durch ist mit Tanja. Es tut mir leid, aber ich hoffe genau das Gegenteil. Ich möchte, dass mein Bruder glücklich ist. Und ich glaube, dass Tanja einfach die falsche Frau für ihn ist. Bei deiner Ex? Wie sie aussieht, will sie dich zurück. Sie war betrunken. Sie kann es trotzdem ernst meinen. Ja, fragt sich nur, wie lange. Bei der nächsten Gelegenheit auf ein Machtspielchen wechselt sie dann wieder die Seiten. Klingt, als hätte die einiges durchgemacht. Ist eine lange Geschichte. Und hässlich ist sie auch. Aber vor allem viel zu traurig für so einen schönen Abend. Und vor allem ist die Geschichte noch nicht vorbei.
Doch ist sie. Diese Ehe ist geschieden. Ich bin ein freier Mann. Tatsächlich. Soll ich dir beweisen? Warum nicht? Du hast recht. Entschuldige, ich bin gleich wieder da. Wenn ich nicht nachgebe und morgen nicht mit Tanja vor den Standesbeamten trete, dann verliere ich alles. Mich nicht? Ansgar, ich meine es ernst. Ich auch. Wenn öffentlich wird, was ich getan habe, dass ich Millionen Euro veruntreut habe, dann kriege ich in dieser Branche nie wieder einen Fuß auf die Erde. Nirgendwo. Am Ende jagen die mich vom Schloss und ich habe alles verloren. Ich weiß, dass das für dich so klingt, als ob mir meine Stellung wichtiger wäre als du, aber das ist nicht so. Sondern? Ich habe keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Eva, hier geht's doch nicht nur um mich, hier geht's um Familie, um Tradition. Es geht um Macht und um Geld, um mehr nicht. Ansgar, mir sind die Dinge nicht wichtig. Ich würde dich auch lieben, wenn du ein armer Schlucker wärst. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du auf all das nicht verzichten willst. Eva, warte. Ich hätte so gehofft, dass wir gemeinsam irgendeinen Ausweg finden. Wenn du mir jetzt vorschlagen willst, dass ich deine heimliche Geliebte werde, vergiss es. Ich habe dir schon mal klar gemacht, dass ich das nicht kann. Nein, warte. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Ja, ich wollte noch mal mit dir reden. Worüber? Ja, über deinen Auftritt eben. Auftritt? Ich hab dir nichts vorgespielt. Das, was du gesagt hast, dass du mit mir zusammen sein willst, nur Emma, du und ich. Jetzt hör mir zu, ich hab das ernst gemeint. Ich weiß. Und das lässt mich nicht kalt. Siehst du, wir gehören noch zusammen. Ah, ist es wegen dieser Frau? Nein. Sie spielt keine Rolle. Dann jag sie zum Teufel. Tanja, es geht um dich. Du hattest deine Chance. Ja, ich weiß, ich war aber noch nicht so weit. Ich musste halt nachdenken. Ich habe auch nachgedacht. Aber du hast dich nun mal für die Macht entschieden, gegen uns. Und jetzt, wo Frieda auftaucht, da drehst du völlig am Rad. Ja, aber vielleicht hat es mir einfach die Augen geöffnet. Sebastian, ich will dich nicht verlieren. Ich brauche dich. Tanja, du bist eifersüchtig und betrunken. Nein. Schon morgen würdest du deine Entscheidung bereuen. Ich kenne dich leider zu gut. Und ich habe meine Entscheidung getroffen. Tanja, bitte. Deine Zusammenbrüche waren auch schon mal besser. Hey. Es geht mir nicht gut. Hör mir zu. Unsere Wege trennen sich hier, ja? Komm, erspar uns das noch. Zu bleiben? Ich halte das für keine gute Idee. Aber ich? Hawaii war schön, sehr schön sogar, aber es ist auch sehr weit weg. Hör zu, es ist nicht deine Schuld, es ist meine. Ich hätte nicht herkommen sollen. Doch? Du fühlst dich verpflichtet, irgendwas zu entscheiden, aber das will ich gar nicht. Ich fühle mich zu gar nichts verpflichtet, das mit Tanja ist vorbei. Nicht ganz.
besser, ich gehe jetzt. Mach's gut. Frieda! Bitte geh nicht. Ich habe mich wirklich gefreut, dich wiederzusehen. Und ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen. Vielleicht ein anderes Mal, okay? Jetzt vergiss doch meine Ex-Frau. Die war betrunken, ist sentimental geworden. Vielleicht hat sie auch einfach nur kalte Füße gekriegt. Sie heiratet morgen. Mein Cousin. Ja, das ist kompliziert, aber wenn du es wirklich wissen willst, dann erzähle ich dir das auch alles. Aber bitte bleib. Sieh mal, morgen, wir können doch einfach zum Flughafen fahren, suchen uns ein schönes Ziel, wo es schön ist, und da fliegen wir dann hin und machen da weiter, wo wir vorbei aufgehört haben, ja? Meinst du es ernst? Ja, ich muss mal raus hier. Und ich würde dich gern besser kennenlernen. Hansen, Ihre Garderobe, bitte. Danke, ich hab's mir anders überlegt. Oh. Ja, dann hören Sie das doch bitte wieder weg. Wir brauchen es erst morgen. Selbstverständlich. Danke. Sie sind also Fotografin? Mhm. Was fotografieren Sie denn so? Och, alles, was mir vor die Linse kommt. Hauptsache, es ist ein Meer in der Nähe. Sie surfen? So hat das Ganze überhaupt erst angefangen. Ich bin jahrelang immer den höchsten Wellen hinterher gereist und habe dabei Fotos geknipst. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich damit sogar Geld verdienen kann. Und wo geht's als nächstes hin? Für keine Ahnung, feststeht nur, dass wir heute noch losziehen, stimmt's? Ihr wisst doch gar nicht, wohin. Nein. Das entscheiden wir spontan am Flughafen. Und was ist mit erzählen? Wird wohl mal ein paar Tage ohne mich auskommen. Wenn du meinst. Ansgar. Ach ja, war heute nicht euer großer Tag? Ich würde so gerne kommen, aber leider habe ich schon was anderes vor. Ja, Rebecca und ich sind auch leider nicht dabei. Ich bin auch die nächsten Tage im Urlaub. Schade. Tja, ich fürchte, wenn ihr alle wieder da seid, ist sie auch noch hier. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich will, dass unsere Kinder zu ihrem Vater aufblicken können. Unsere Kinder. Etwa so an 3 oder 5. Dann schlage ich vor, dass wir das wie Ehrenmänner klären und um sie kämpfen. Leider hat es für Sie heute nicht gereicht. Verloren. Habe ich, wenn sie sagt, dass ich gehen soll. Die Liebe ist stärker als wir. Sie ist stärker als alles. Kein Mann sollte sich gegen die Liebe stellen. Tanja. Ach Gott, noch mal, Tanja. Tanja, hör zu, ich kann dich nicht heiraten. Ich tue alles, was du willst, aber ich kann dich nicht heiraten. Und ich will die Hochzeit. Warum liegst du dann verdammt noch mal hier im Bett rum und kurierst deinen Kater aus? Hör zu. Diese Heirat ist ein riesiger Fehler. Sie ist das Ende für deine Beziehung mit Sebastian, und zwar endgültig. Jetzt komm schon, ich kenne dich auch ein bisschen. Ich weiß, dass du dich in kurzer Zeit für diesen Schritt hassen wirst. Tanja, wenn du mich heiratest, gewinnst du nichts, aber du verlierst eine Menge.
Im Grunde verlierst du alles, was dir jemals wichtig gewesen ist. Diese Heirat ist ein Unglück für mich und für dich. Warum sollten wir uns das antun? Herrgott, Tanja, wenn du es schon nicht für dich tust, dann tu es wenigstens für unseren Sohn. Für deine Tochter meinetwegen. Willst du, dass unsere Kinder so aufwachsen? Ansgar, ich will, dass meine Kinder abgesichert sind. Okay, gut. Dann machen wir Verträge. Du kriegst, was du willst. Papier ist geduldig, Verträge sind anfechtbar. Deine Familie wird alles tun, um mich vom Hof zu jagen. Außerdem ist Sebastian Anwalt und zwar ein verdammt guter. Er hasst mich. Das ist doch Blödsinn. Noch kannst du zurück... Ansgar, hör mir zu. Der einzige Vertrag, den ich akzeptiere, ist ein Ehevertrag. Verdammt noch mal, Tanja, ich... Mach dein kleines Bügelflittchen Stress. Tut mir echt wahnsinnig leid für dich, Ansgar. Aber weißt du was? Wenn du nachher nicht erscheinst, dann werde ich eine beschissene E-Mail schreiben. Die ganze Welt weiß von deinen dreckigen Geschäften. Wo sind diese scheiß Kopfschmerztabletten? Hör zu, mach dich nützlich und besorg mir eine neue Packung. Weißt du was, Tanja? Fahr zur Hölle. Ach, du mich auch. Ihr wirkt auf mich sehr unterschiedlich, du und deine Ex-Frau. Ja, da könntest du recht haben. Wie war denn eure Beziehung? Extrem. In jeder Hinsicht. Eine ständige Herausforderung, nein, ein Kampf. Von Anfang an? Ja. Und liebst du sie noch? Und dass sie einen anderen heiratet? Ja. Die beiden passen ganz gut zusammen. Ihnen geht's um Geld, Macht, Status. Dafür opfern die alles. Auch ihre Gefühle. So, jetzt will ich aber gar nicht mehr über die Vergangenheit nachdenken. Ich will nach vorne blicken. Ich freue mich auf unseren Urlaub. Gefällt sie Ihnen? Nicht. Graf Landstein, Sie müssen mir noch sagen, wie viele Gäste für die Zeremonie und den anschließenden Umtrunk eingeplant sind. Die Gäste sind mir wurscht. Sorgen Sie dafür, dass genug Alkohol da ist. Ach, selbstverständlich wird es Champagner in ausreichender Menge geben. Ich rede nicht von Champagner. Ich will das harte Zeug. Whisky, Gin. Das, womit Soldaten Kriege durchgestanden. Aber Graf Landstein, sie ziehen doch nicht in den Krieg, sie heiraten. Justus, gut, dass du da bist. Es ist entsetzlich. Das Schloss ist voller Ratten. Ach, und in diesem Haus gibt es kein Ungeziefer. Ich war im Keller Kartoffeln holen. Da springt mich plötzlich sowas an. Mit roten Augen. Ein entsetzliches Viech. Mhm. Und da waren auch noch mehr. Ja, das letzte Mal war es ein Blatt, das sich im Wind bewegt hatte. Ach, du musst mir helfen, Justus. Du musst die Biester töten. Gift, Rattengift. Rattengift. So. Ja. Ich kümmere mich darum. Aber später, Linse, ich habe noch einige Sachen zu erledigen. Thank you.
Guten Morgen. Morgen. Wo warst du? Ich wollte Kaffee holen. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Und was bedeutet das jetzt? Wenn du jetzt alles hinter dir lässt und nochmal neu anfängst, dann können deine Kinder stolz auf dich sein. Ich könnte sogar ins Gefängnis gehen. Ansgar, ich bin kein Anwalt. Aber das muss ich auch nicht sein, um zu wissen, dass diese Tonbandaufnahme vor Gericht keinerlei Wert hat. Trotzdem, die Staatsanwaltschaft könnte sie als Anlass für einen Indizienprozess nehmen. Und selbst wenn nicht, ich verliere meinen Ruf, mein Ansehen, die Firma, das Schloss, mein Zuhause. Eva, für dich sind das vielleicht nur materielle Dinge, aber für mich ist das das, was ich bin. Okay. Trotzdem will ich dich nicht verlieren. Beides kannst du nicht haben. Aber du bedeutest mir mehr als alles andere. Wenn du das glaubst, belügst du dich selbst. Alles, was du brauchst, ist Mut. Blass die Hochzeit ab und fang von vorne an. Mit mir. Wenn du dich dafür entscheiden kannst, dann weißt du, wo du mich findest. Wenn Du bist also zur Vernunft gekommen. Eigentlich wollte ich dir Rattengift ins Glas machen. Das würde dir nichts nützen. Ich weiß. Ansgar, ich heirate dich zwar, aber das heißt nicht, dass ich dir vertraue. Sollte mir überraschenderweise irgendetwas zustoßen, dann würden alle Beweismittel direkt an Polizei und Presse gehen. Nichts anderes habe ich erwartet. Gut. Machst du mir dann den Reißverschluss zu? Geht's jetzt los? Sebastian, bist du wirklich sicher, dass du das Richtige tust? Wieso sollte ich nicht? Weil du die Hochzeit jetzt noch verhindern könntest. Wieso? Die beiden passen doch ganz gut zusammen. Tanja liebt dich. Was heißt das schon? Und du liebst sie?
Vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht werde ich sie auch immer lieben. Glücklich werden wir deshalb trotzdem nicht miteinander. Wenn doch. Marlene, ich hab's doch probiert. Viel zu oft, es reicht. Ich würde gern auch mal wieder nach vorne blicken können, mal wieder was Positives erleben. Frieda ist toll. Ich mag sie. Ja, ich kann dich auch verstehen, aber... Marlene, Tanja hat ihre Entscheidung getroffen und ich meine. Ist das Taxi schon da? Noch nicht. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, wo auch immer ihr landet. Danke. Vielleicht meldest du dich ja mal bei mir oder Rebecca. Ja. Danke, Marlene. Pass auf sie auf, ja. Schön, bringen wir es hinter uns. Wollen wir nicht auf die Gäste warten? Ich glaube nicht, dass da noch jemand kommt. Nicht einmal ein Trauzeuge? Hier brauchen wir unbedingt einen. Ja gut, dann nehmen wir den Butler Justus. Nein, nein, das geht auch so. Gut, dann legen Sie mal los. Haben Sie Trauversprechen verfasst? Nein. Wir sind heute hier zusammengekommen, um einem liebenden Paar... Hören Sie, können wir das Ganze vielleicht ein bisschen abkürzen? Gleich aufs Wesentliche kommen, also Unterschriften und so. Wir machen das beide nicht zum ersten Mal. Ja, also... Also nur die rudimentären Sätze, ja, die unbedingt notwendig sind, damit diese Eheschließung rechtsgültig ist. Wir haben nicht so viel Zeit, wir... Es sind viel beschäftigte Menschen und Zeit ist Geld. Wollen Sie, Tanja von Lahnstein, den hier anwesenden Ansgar von Lahnstein, zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Ja, will ich. Wollen Sie, Ansgar Johannes von Lahnstein, die hier anwesende Tanja von Lahnstein, zu Ihrer rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Der gesamten Dienerschaft möchte ich Ihnen unsere herzlichsten Glückwünsche. Ja, ja, Justus, schon gut. Machen Sie einfach ein Foto fürs Familienalbum, ja? Sehr wohl. So, Ansgar. Und jetzt? Lächeln.
Darf man dem Paar gratulieren? Ja, darf man. Willst du die Braut nicht über die Schwelle tragen? Wozu denn? Es heißt doch, dieser Brauch wendet Unglück. Dafür ist es nun wirklich zu spät. Alles eine Frage der Einstellung. Komm, Tanja, lass es gut sein. Tanja? Tanja! Hey! Tanja? Tanja! Sie atmet nicht. Tanja!